Aha. Das weckt doch unsere Neugierde. So, putzi putzi. Schätzchen, Teddy geht's bestimmt gut. Er kann nicht schwimmen. Sein Fell könnte sich vollsaugen. Dann lässt ihn Esmeralda auf ihren Panzer, damit er trocken bleibt. Sie sind zusammen? Ich glaube schon. Sie sind beide im Himmel. Teddybären kommen in den Himmel? Natürlich. Und Schildkröten auch. Alle unsere Lieben kommen in den Himmel. Und wir sehen sie wieder. Ich werde Teddy das Schwimmen beibringen, wenn ich ihn wiedersehe. Hast du deinen Teddy da unten, oder was? Was siehst du? Jetzt gucken wir mal. Ich tauche jetzt da wirklich mal runter. Was da nicht alles liegt. So, jetzt komm. Ah, wir können das verkaufen. Oh, wo bin ich denn jetzt lang geschwommen? Oh, schau mal, da ist jetzt auch noch lang. Oh Gott, oh Gott. Ich möchte da rein. Warte mal, da geht's auch bestimmt durch, oder? Ja. Bodenfresser. Okay, von wegen erstmal das Dorf erkunden. Ah, ja, ja, ja. Wir lassen uns halt immer ablenken, aber das macht nichts. Das macht nichts. Dann schauen wir erstmal hier lang. Okay. Da geht's hoch, da können wir schon mal was spannen. Da können wir nichts anschauen. Fehlende... Oh, Schrotflinte! Nicht dein Ernst. Da müssen wir wahrscheinlich beim Händler jetzt Schrotflinte kaufen. Okay. Ja, dann halt... Ja, dann halt so. Warum auch nicht? Vielleicht brauchen wir dafür auch das ganze Gold. Das kann natürlich sein. So, hau raus, Mädel. Ein Wunder, dass die das noch nicht weggemacht haben. Oder hinten ist auch nochmal ein Tröpfchen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So. Fäden. Also ich bin ja schon irgendwie mehr für den Bogen. Ich weiß nicht, für was seid ihr denn mehr eigentlich? Modell eines Ölbohrturms. Das ist ein aus billigem Plastik und Kupfer hergestelltes Werbemodell eines Ölbohrturms. An seinem Sockel findet sich das Logo eines Unternehmens namens Porvenir. Okay. Was ist das? Dschungeltotem zerstören. Boah, wir können echt viel machen, gell?
Jagdgebiet. Neues Basislager. Hätte ich auch schon wieder fast übersehen, ne? So, ein Fähigkeitspunkt. Aber wie gesagt, ich habe ja die letzten Folgen mal gesagt, ich glaube, ich spare mal ein bisschen. Weshalb, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es in die Luft springt. Wenn man drauf schießen würde. Ach, geht's denn wieder zum Dorf? Ja, sieh an. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Okay, hier hinter will ich dann auch noch unbedingt. Was soll man erstmal dahinter gehen? Ich weiß nämlich gar nicht, ob es da dann noch weitergeht oder nicht. Komm, wir schauen uns das erst nochmal an. Das schaut auch so aus, als ob ich da hochspringen könnte. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, hier bin ich rübergekupft. Da war ich schon. Holzi, Holzi, Holz. Boah, da können wir ja echt voll jagen. Ups. Entschuldigung. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh nein! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, nicht dein Ernst. Muss ich vielleicht doch, Oh, scheiße. Muss ich vielleicht doch erst noch einkaufen gehen und verkaufen gehen. Oh, jetzt habe ich das voll Monolith entdeckt. Jetzt habe ich die voll umsonst getötet. Oh nein. Oh, hier ist einiges. Alles voll. Voll, 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 voll. Shit, ey. Ach, sowas ärgert mich ja. So, da war ich auch. Kommen wir nicht hoch? Boah. Jetzt verlaufen wir uns bestimmt gleich. Nein. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, dahinter, glaube ich, geht es dann nicht viel weiter. Ich gucke jetzt mal. So. Bodenfresser, Herausforderung abgeschlossen. Hervorragende. Thank you.
Buddenfresser, das hört sich an. Aber schau mal, hier kann ich wirklich nicht mehr weiter. Von da sehe ich auch nicht, dass man irgendwie durchschlüpfen könnte. So schlupfdi-dupfdi-du. Oder? Nee. Okay. Ja! Das ist immer so toll, wenn die ihre Haare so ausstreicht, weil die so nass sind. So, hier haben wir jetzt auch alles. Da bin ich voll, da kann ich nichts mehr. Gucken wir hier entlang. Neues. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Basislager entdeckt. Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Das ist natürlich super, wenn wir jetzt da eigentlich voll sind, weil dann können wir das auch noch mal ein bisschen skillen. Und das heißt, wir kannten dann nur mehr tragen, oder? So. Wieder vielleicht ein bisschen mehr tragen. Mal schauen. So, hier ist doch noch ein Tröschen. Ein Kistchen, besser gesagt. Los, Kiste, los. Ja, ich würde gerne häuten und alles Mögliche. Aber wenn die nette Dame sagt, ich habe keinen Platz, dann ist es echt so eine Sache. Weil ich möchte eigentlich ja gar nicht... die kaputt machen, wenn ich keinen Platz habe. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen... Das ist so fies. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Oh, jetzt bin ich voll schlaffer. Ich hätte runterhüpfen müssen. Okay. Boah, jetzt dachte ich, was ist denn das? Und hier schaut das aus wie so ein Viech. Oh, lautes Schweinchen! Schweinchen, Schweinchen, Schweinchen. Na? Ein Drache. Er muss für Pachamama stehen, die Inka-Göttin der Mutterschaft, Erde und der Zeit. Sie war verantwortlich für Fruchtbarkeit, Ernten und Pflanzen. Ihr Körper waren die Berge und sie war die Ursache aller Erdbeben. Die Menschen fertigten früher winzige Kleidungsstücke mit extrem feinen Verzierungen an, um sie anschließend zu Pachamamas Ehren zu verbrennen. Das erklärt auch die Brandspuren auf dem Boden. Und diese braunen Flecken müssen Lama-Blut sein. Eine weitere beliebte Opfergabe. Und jetzt sind die ganzen Viecher weg. Die wussten schon, dass ich komme. Put, 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 Schweinchen, Schweinchen. Oh, guck. Oh, hier brauche ich... Ah, auch eine. Ach, sieh an, das ist gar nicht das.
Huhu. Okay. Überlebensversteck.